Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind jetzt hier in St. Leon und zwar im Style, Bräutigam, Mode und mehr. Piper und Jean hat jetzt hier etwas Schönes ausgestellt. Hier ist etwas Besonderes, berichten Sie. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Carmen. Ich bin Style Coach bei Piper und Jean und wir präsentieren hier eigentlich für euch mal ein bisschen Schmuck. Und wenn ihr seht, was wir hier hinter uns liegen haben, dann werdet ihr erstaunt sein. So, Sie sind jetzt hier, weil Sie unterstützen das Ganze? Genau, mein Name ist Alexandra. Ich komme hier so aus der Nähe und bin auch so ein bisschen im Aufbau tätig. Suche mir Frauen, die da Lust und Spaß dran haben, sich ein bisschen mit Schmuckmode und Handtaschen Geld zu verdienen. Und da sind wir jetzt heute dabei, das Ganze ins Rollen zu kriegen. Und wir haben ganz tolle Sachen. Viel Spaß! Das heißt, wenn andere Damen auch Interesse daran haben, das Gleiche zu machen, die sollen sich einfach melden. Ja, natürlich. Wir sind gerne bereit, euch zu helfen, wie man das Ganze aufbaut. Es ist wirklich sehr einfach, weil ihr bekommt jegliche Unterstützung, die ihr braucht von uns. Und wenn ihr zu Hause eine Style-Party schmeißen wollt, dann sagt einfach mal Bescheid und wir übernehmen das oder wir helfen euch, damit ihr eure Style-Party schmeißen könnt. Also es muss nicht zu Hause sein, es kann auch in so einem schönen Laden oder Friseur sein oder beim Tierarzt. Genau, also wir sind da wirklich komplett frei. Wir machen das in verschiedenen Läden, gerade zur Modeboutique, da passt ja ganz gut dazu. Da kann man Ladies-Nachmittage, Ladies-Nights veranstalten. Also sind wir komplett frei, wir sind da offen für alles. Wir kommen nach Hause, wir kommen auch in verschiedene Lokalitäten, wir sind da ganz offen. Der neue Nebenjob, wo zum Hauptjob werden kann, richtig? Ja, genau. Also wenn du eine Style-Party veranstalten möchtest und viermal im Monat du eine veranstaltest, dann wirst du viermal dafür belohnt und du kannst dadurch auch im Monat deine 650 Euro verdienen. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Danke.